Sie wurde belächelt und als zu alt abgestempelt. Doch Efi Sachenbacher Steele hat es allen gezeigt. Mit über 30 Jahren schaffte sie den Sprung vom Langlauf zum Biathlon. Für Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner gehört sie in Sotschi sogar zu den Medaillenkandidaten. Sie hat auf jeden Fall das Potenzial, irgendwie aufs Podest zu laufen. Im Langlauf gewann die in Traunstein geborene Sachenbacher Steele 2002 und 2010 olympisches Gold. Dazu gab es 3-mal Silber und 6 WM-Medaillen. Trotzdem entschied sie sich für einen Neuanfang und fühlt sich dabei ganz wohl. Also mittlerweile fühle ich mich voll als Biathletin. Also wenn mich jemand fragt, was ich eigentlich mache, dann sage ich ja Biathlon und nicht Langlauf. Dabei fiel der Umstieg der 33-Jährigen nicht leicht. Nach mäßigen Vorstellungen zu Beginn musste der 52 Kilogramm leichte Biathlon-Flo hart trainieren. Besonders das Schießen fiel ihr schwer. Doch inzwischen hat sie sich zu einer ernsthaften Kandidatin für das Staffelrennen in Sotschi entwickelt. Denn nach einer überragenden Vorstellung in Ruhpolding in der Staffel scheint Sachenbacher Steele nun tatsächlich bereit für ein weiteres Edelmetall. Diesmal aber im Biathlon.